Willkommen zur 200. Folge von Minecraft. Wie man sieht, sieht man nicht großartig viel, außer sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Blöcke verschwinden. Denn ich habe mir gedacht, ich denke nach, das kommt nicht oft vor, aber es kann vorkommen. Ich dachte mir, es wäre des Todes langweilig, wenn ich die ganzen nächsten 70 Jahre damit verbringe, 15 Minuten am Tag einfach nur stupide zu graben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Aufnahme-Session über 24 Stunden, die ich dann etwas beschleunige, sage ich mal. Dadurch, das war ein sehr guter Satz, dadurch, dass damit natürlich meine Stimmaufnahme live absolut keinen Sinn ergibt oder ergeben würde, habe ich mir auch gesagt, ich vertone das Ganze nach. Jetzt ist nur gerade das Problem, dass Sony Vegas gerade beinahe abgeschmiert ist. Und zweitens, dass meine Webcam mich gerade irgendwie nicht fokussieren will. Und das ist ja schade. Sonst wäre seit lange mal wieder die Pechmussmütze zu ihrem Einsatz gekommen. Die liegt sogar noch auf meinem Computer. Aber ich kriege die Webcam aktuell nicht scharf. Und ich muss das Ganze bis morgen durchgerendert haben mit 60 FPS. Und ich habe mir echt ausnahmsweise mal gedacht, diese Folge muss speziell werden. Man sieht es übrigens gerade, also man sah, wie toll kaputt diese Felder gemacht wurden. Durch ein Schwein. Ja. Tiere. Egal. Auf jeden Fall Aufwand relativ groß. Ich glaube, für die erste für das erste Mal Rennen von 24 Stunden beschleunigen auf 6 Stunden hat mein Computer 2 Tage am Stück durchgerendert. Das war sehr viel. Zum Glück muss ich dazu sagen, ist mir Sony Vegas kein einziges Mal abgeschmiert, als ich an diesem Projekt gearbeitet habe. Ja. So viel mal zum technischen Aufwand hinter dem Ganzen. Des Weiteren habe ich mir eine virtuelle kleine Liste geschrieben, was ich eigentlich heute so alles erzählen will. Zunächst mal haben wir eine Überlänge. Das heißt, ich habe nicht die sonst üblichen 10 bis 15 Minuten, sondern 45 Minuten, einfach eben, weil es ein 200er Special ist und einfach, weil man sonst noch weniger erkennen würde, als man es eh schon nicht erkennt. Diese ganz penetranten hohen Störgeräusche sind übrigens die Tiere. Das muss ich bei der Gelegenheit noch einmal anmerken. Um jetzt zum ersten Punkt auf meiner virtuellen kleinen To-Do-Liste beziehungsweise meiner kleinen Ansprechliste zu kommen. Ich möchte das Ganze heute hier jemanden widmen. Derjenige weiß auch, dass er gemeint ist, denn der hat ist wahrscheinlich der Einzige, der mitreden kann, wenn es um solche Aushubarbeiten geht. Denn er ist der unumstrittene König der Steinspitzhacke und hat, wenn ich mich richtig entsinne, 2,5 Millionen Stein und Steinspitzhacken abgebaut. Und jetzt regnet es das erste Mal. Super. Die Rede ist vom guten Herrn Jesus. Ja, der heißt wirklich so.
Das ist jetzt natürlich, klingt sehr verrückt, aber es ist so. Dem Jesus möchte ich das Ganze widmen. Ich habe jetzt übrigens nachgeschaut. Ich habe, bin von den Statistiken her, nicht mal auf 100.000 Stein gekommen. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Statistiken erst ab der Hälfte der Grabarbeit vom Feld überhaupt erst eingeführt wurden. Nämlich als sie in die 1.5 geupdatet haben. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind wir bei, ich glaube, so um die 50.000 abgebauten Cobblestone rausgekommen. Das ist jetzt doch eigentlich schon eine stolze Menge. Wenn ich bedenke, dass das Ganze wirklich mit Steinspitzhacken gemacht wurde. Das ist, dieser Gedanke ist immer noch so, wow, warum macht man das? Das ist echt interessant. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir jetzt hier oben stehen. Da sind sehr viele Kisten dazugekommen. An Ressourcen. Und es ist echt faszinierend. Also, ich glaube, den Tunnel, den wir da ganz, ganz am Anfang mal angefangen haben, um Cobblestone für die Burg zu holen, ich glaube, den werden wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Denn wir haben, ja, so von den 50.000 Steinen muss man natürlich noch was abziehen, dass wieder für die Werkzeug alles draufgegangen ist. Aber vom Prinzip her, ich glaube, es weiß jeder, dass wir sehr viel Stein jetzt haben. Ich habe übrigens auch konsequenterweise jedes bisschen Kohle mitgenommen, das hier gedockt wurde. Und auch alles an Sand, wobei Sand gar nicht mehr sehr viel da war. Ich glaube gar kein. Es war gar kein Sand mehr da. Aber das ist schon mal. Die Widmung ging jetzt raus, ne? Weiß Bescheid. Er hat mir auch heute geschrieben, zur Information. Heute ist Freitag. Das heißt, morgen ist Samstag. Das heißt, ich vertone das gerade gestern. Das wurde nochmal ein echt ultimativer Zeitstress, vor allem weil ich lange Zeit überhaupt nicht die Datei gefunden habe, auf die ich drauf quatschen wollte. Ich glaube, ich habe eine Stunde damit verbracht zu suchen, bis ich realisiert habe, dass das, was ich schon mal offen hatte, das fast fertig heißt, das ist, was ich vertonen wollte. Ja. Ich habe keinen Sinn für Gedächtnisleistungen. Und ich entferne mich immer weiter vom Mikrofon. Das ist natürlich eher etwas uncool. Ich nehme mich mal etwas weiter zurück. Ja, und kann jetzt eigentlich mal allgemein sagen, was ich denn so mit diesen 200 Folgen, die da bisher gekommen sind, alles verknüpfe. Und ich meine, es ist jetzt ja doch schon lang. Es ist jetzt, es läuft länger als ein halbes Jahr. Ich habe es fast immer geschafft, das Ganze auch täglich zu bringen. Bis auf 3 Tage. Da habe ich mich verkalkuliert, sag ich jetzt mal. Das ist mir, da bin ich im Nachhinein noch immer nicht so ganz froh drüber, aber das ging dann schon wieder. Des Weiteren habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass es jetzt zumindest für jedes neue Video vom Let's Play auch endlich mal entsprechende Thumbnails gibt. Weil, ja, ich mir denke, das gehört eigentlich einfach dazu. Ich bin jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich, glaube ich, bis 60, 70 rum schon nachproduziert. Das Ganze. Und ja, ich
werde mich bemühen, auch gerade mal Mitte Oktober. Aber ich werde versuchen, bis Weihnachten zumindest die sämtliche Minecraft Let's Play Thumbnails nachzureichen, dass das zumindest vollständig ist. Und gerade hat mir mein Antivirenprogramm gemeldet. Es ist fertig. Gerade eben sieht man auch sehr schön die Art von Beschleunigung. Sah man. Entschuldigung. Also es ist gut beschleunigt, sage ich mal. Das kann man mal machen. Und es war auch sehr schlimm, das in dieser Form aufzunehmen. Und für mich ist es auch irgendwie sehr schlimm, das Ganze nachzukommentieren, weil ich da überhaupt nicht wirklich großartig Übung für habe. Vor allem, wenn ich absolut nichts vorbereitet habe. Würde man jetzt auch viel besser sehen, wenn der Fokus funktionieren würde. Aber ich habe wirklich original nichts vorbereitet. Und da ernte ich auch übrigens schon wieder mal das Feld ab. War in Hinsicht, um ein paar Seeds zu bekommen. Damit man das Feld dann irgendwann auch mal anpflanzen kann, sinnvoll. Dazu bin ich gar nicht mehr gekommen. Also, ich war echt, ich habe gedacht, man schafft in 24 Stunden irgendwie mehr. Aber war nicht drinnen. Also, wir sind wirklich eigentlich 24 Stunden nur damit beschäftigt, zu graben. Und das ist an sich schon ziemlich krass. Also, wenn ich bedenke, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte diese ganze Zeit in normalen Aufnahmen gemacht. Meine 24 Stunden, das wären ja nochmal 100 Folgen mehr gewesen, glaube ich jetzt mal, oder? Ja, doch. Ziemlich genau 100 Folgen mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das wäre jetzt eher im Sinne von keinem gewesen, da so lange das Gleiche zu machen, immer und immer wieder. Man sah auch jetzt gerade einen leichten Überblick. Also, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt bin ich schon um ganze 6 Blöcke nach unten gekommen. Ne, 6 ist zu viel. Jawohl, könnte sein. Also schon einiges. Aber bei weitem nicht alles. Ich habe auch zwischendurch, ich glaube, schon zu dem Zeitpunkt ist es lange der Fall, die Monster auch wieder ausgemacht. Damit ich nicht alle 3 Minuten zum Bett rennen muss. Und dementsprechend haben wir nicht so großartig viel Loot gesammelt im Sinne von Gunpowder, Federn und Knochen und Pfeile. Auch wenn ich ja diese Episode da jetzt mal eigentlich dazu nutzen wollte, um unter anderem Knochen zu holen. Weil wir festgestellt haben, dass es Hunde, also Wölfe gibt. Ja, aber ohne Monster kann man das natürlich nicht machen. Und deswegen habe ich das schon mal nicht so ganz geschafft. Und da regnet es auch schon. Oh, ist sogar ein Gewitter. Ich finde die Donnergeräusche von Minecraft im Zeitraffer echt unglaublich genial. Und ich frage mich gerade, warum ich zum Anfang des Gewitters nicht schlafen gegangen bin. Ich glaube, es war noch dunkel. Jetzt gewittert es aber eh nicht mehr. Also, es geht. Was ich auch so lustig finde, ist, man achte jetzt mal auf die Geschwindigkeit, wie sich so eine Hacke abnutzt. Und wenn man mal bedenkt, wie lange es braucht, bis sich eine Steinhacke im Normalfall abnutzt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, boah, wie extrem diese Beschleunigung ist. Also, das, da war schon gut Arbeit dahinter, das so flott zu kriegen. Und ja, es sind, ich hätte mal eine Statistik für müssen, aber ich glaube fast, dass während diesen ganzen Aufnahmen, während diesen 24 Stunden, habe ich hier oben wahrscheinlich einen ganzen Kasten Limo und Spezi ausgetrunken. Ja. Und meine Playlist
auf meiner Stereoanlage 6 Mal durchgehört. Die ist ungefähr 4 Stunden lang. Ja. War toll. Und also war toll relativ, aber war auch eine interessante Erfahrung. Vor allem nachdem ich es ja mittlerweile gewohnt bin, zumindest immer mit irgendjemandem über irgendwas beim Zocken, insbesondere von Minecraft, zu reden. Weil wenn ich jetzt nicht gerade aufnehme, bin ich zumindest meistens noch mit irgendjemandem in Skype oder im Teamspeak, mit dem ich dann mich irgendwie über Sachen unterhalte. Und dementsprechend mal quasi einfach nur auf ohrenbetäubender Lautstärke Musik zu hören und einfach hardcore-mäßig die linke Maustaste zu drücken, war auch mal eine ganz andere, ganz interessante Erfahrung. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer möglich ist, länger als 5 Stunden am Stück so eine stumpfe Tätigkeit auszuüben. Ich glaube, ein Bürojob oder so wäre für mich völlig unmöglich. Also ich war nach diesen 5 Stunden, was die längste Aufnahme von dieser Timeline übrigens war, ich hab's, 6, 4 Stunden, habe ich es in der Theorie aufgesplittet. In der Praxis waren es meistens 3,5 und 2 mal 5. Und ja, war eher so medium das Ganze. Und ja, was soll man dazu großartig sagen? Äußerst eintönig. Es war eigentlich die Hölle. Also ich glaube, ich habe noch nie eine ätzendere Arbeit an einem Computer gemacht. Außer vielleicht die Seminararbeit zu schreiben oder zu programmieren. Weil beim Programmieren hast du ja das Problem, kommen ja noch weniger raus, so gefühlt. Du machst was und brauchst allein schon eine Stunde, bis etwas ganz Einfaches funktioniert. Da braucht man schon Ewigkeiten dafür. Und das ist dann noch schlimmer als Minecraft. Und ich glaube, getoppt wird das Ganze nur, wenn man in Minecraft selber programmiert. Also zum Beispiel einen ewig langen Command designt. Ich glaube, das ist die schlimmste Arbeit, die man so machen kann. Das mal vorneweg. Also es ging wirklich an die Substanz. Deswegen auch einen Heidenrespekt an die Leute, die 24 Stunden am Stück durchstreamen können. Das ist bei mir allein schon aufgrund der Müdigkeit so ein kleines Problem. Zweitens, 24 Stunden lang hier einfach nur zu sitzen, ab und zu was zu essen und was zu trinken, ist für mich allein schon eine ziemlich Horrorvorstellung. Und dann noch der Gedanke, dass ich relativ wenig verschiedene Spiele habe, lässt mich irgendwie davon ab, irgendwann mal so etwas zu wagen. Vielleicht mache ich es mal, vielleicht auch nicht. Damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema, nämlich Streams. Ihr wisst ja, ich habe einen Twitch-Channel. Und ich kann auch streamen, auch wenn die Qualität nicht so extrem gut ist, sage ich mal. Aber ich würde gerne etwas häufiger streamen. Deshalb ist die Frage, was wäre da gut dafür? Ich baue ja aktuell sehr viel auf Servern. Und das wäre wär natürlich der erste Gedanke zum Streamen. Denn bei allen anderen Spielen ist halt das Problem ja, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so toll. Die andere Alternative wäre halt theoretisch noch ein Modpack, der
würde mir auch eins schon in den Sinn kommen, was ich ganz gerne mal ausprobieren würde. Nachdem ja Glamly quasi beendet ist, hätte ich da auch für einen Monat Restzeit noch einen Server zur Verfügung, wo ich das Ganze laufen lassen könnte. Das wäre, denke ich mal, zumindest für mich eine Option, sowas zu machen. Und ja, das ist jetzt natürlich großartig. Da hat sich eiskalt mein Bildschirm schon angeschalten. Ich weiß ja nicht, was sich Windows 10 dabei gedacht hat. Einfach mal nach so 10 Minuten die Maus nicht mehr bewegen, den Bildschirmschoner einzuschalten und einfach schwarz werden zu lassen, obwohl ich eigentlich den altbekannten von Windows 98 diesen, wie heißt denn der, diesen Starfront Bildschirmschoner habe, den ich sehr viel schöner finde, den man als kleine Gag auch in ja fast jedem Clip von mir sehen kann, nämlich der Hintergrund von meinem Intro ist einfach nur eine Aufnahme dieses Bildschirmschoners. Es ist sehr stumpf, ich weiß. Und es ist noch keinem aufgefallen. Hätte mich auch gewundert. Aber ich mag ihn einfach. Es ist so eine tolle Erinnerung an die ersten Sachen, die man so am Computer gemacht hat. Und diese Kühe im Hintergrund, die man da hört, oder was auch immer das sein soll, diese Geräusche, sind echt leicht nervig. Also es können auch Schafe sein. Wahrscheinlich sind es Schafe. Die Kühe klingen ein bisschen anders. Die haben wir am Anfang schon gehört. Das ist so eine bisschen eine Art von Kindheitserinnerung, dieser Bildschirmschoner. Früher gab es hier, glaube ich. Ich glaube früher, so Windows 98, gab es nur den und ein Windows-Zeichen, das ab und zu rumgehüpft ist. Und dann mit XP gab es dann die 3D-Rohre und jede Menge anderes Zeug. Gott, wenn ich an XP denke, da denke ich jetzt erstmal dran, dass mein Abitur ist ja noch nicht so lange her. Jetzt anderthalb Jahre. Und ja, wir hatten halt da einfach noch XP. Und ich glaube, wann ist das die Dingens für XP abgelaufen? Das war da, glaube ich, schon. Das ist eigentlich echt eine interessante Vorstellung, wie lang ich teilweise mit XP gearbeitet habe. Und das Betriebssystem lief ja eigentlich auch immer recht solide. Kann man nichts sagen. Nur leistungstechnisch war es jetzt nicht gerade das Beste. Und ich habe meinen letzten XP-fähigen Rechner, auf dem ich noch ein paar Spiele spielen konnte, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr spielen konnte. Da ist mir das Spiel übrigens abgeschmiert. Und dabei ging interessanterweise kaum Fortschritt verloren vom Graben her. Glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber relativ wenig. Guck mal, ein Hund. Ich glaube, den wollte ich zu dem Zeitpunkt da quasi mitnehmen. Und da gewittert es auch wieder. Frag mich, warum ich bei Gewittern. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, warum ich da nicht schlafen gegangen bin. Dabei bin ich gerade erst in diesem Moment schlafen gegangen. Man sieht, also man hat jetzt gerade gesehen, das ist einfach viel zu schnell. 25-fache Beschleunigung ungefähr. Da waren wir anscheinend gerade in einer Höhle. Dass wir bald fertig sind. Zu dem Zeitpunkt. Mit dem gesamten Feldtrichter. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, ich bin immer noch irgendetwas baff, dass ich das irgendwie durchgezogen habe. Weil im Normalfall Projekte solchen Ausmaßes, die ich irgendwann mal anfange, bringe ich
die wirklich fertig. Hier sehen die bauen in einem sehr hohen Tempo. Einfach nur tatsächlich, um den Cobblestone loszuwerden. Und da habe ich jetzt irgendwie meine Bautechnik geändert. Da sieht man auch irgendwie mehr vom Bauprozess in sich. Da bin ich immer an einer Stelle gestanden und habe immer nach vorne reingehauen. Haben wir ein bisschen Kohle. Und ja, man sieht jetzt, wenn es hell ist, ein bisschen besser, wie schnell es hier quasi nach vorne geht. Dieser Vortriebstechnik. Das Einzige, was halt echt krass ist, ist dieses Wabbeln von diesen Blöcken. Das fällt mir jetzt erst auf, wo ich das erste Mal wirklich ansehe. Weil wenn ich das Ganze kommentiere, schaue ich das in Sony Vegas tatsächlich auch an. Ja, ja. Mag man gar nicht wirklich glauben, ist aber so. Das ist schon echt ein bisschen unangenehm zu betrachten. Und da regnet es auch schon wieder. Also, Regen in diesem Spiel ist echt mit das Unnötigste, was man eingeführt hat. Das war eine Kuh. Also, das andere wirklich die Schafe. Weil die Schweine glaube ich nicht, dass das. Ja, das ist. Ich weiß nicht, was man groß sagen soll. Es ist Nacht, es regnet. Ich weiß nicht mehr, warum ich da jetzt nicht schlafen gegangen bin. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir nur sehr leid, dass ich es nicht bin. Und dass das Spiel nochmal abgesperrt. Und jetzt stellen wir fest, dass ich quasi die letzten 5 Minuten umsonst kommentiert habe. Haha, ja. Natürlich. Es ist Minecraft. Dann sind wir nochmal in die gleiche Höhle reingegangen, wie vorhin gerade. Wer könnte denn damit rechnen, dass Minecraft einmal so solide läuft, dass nichts Schlimmes passiert. Oder dass es nicht abstürzt. Und dich irgendwie um 2 Stunden Arbeit zurückwirft. Das ist typisch für dieses Spiel. Ich kenn's auch noch nicht anders davon und wird sich vermutlich auch niemals ändern. Und dann gewittert es auch schon wieder. Wenn ich die Tonspur vom restlichen Video richtig interpretiere, auch tatsächlich das letzte Mal. Was sehr begrüßenswert ist. Auch wenn das Donnergeräusch nach wie vor sehr lustig klingt. Da waren kurz die Statistiken zu sehen, aber habe ich jetzt irgendwie nicht angehalten. Tut mir leid. Wenn es interessiert, kann ja an dieser Stelle pausieren und mir sagen, wie viel Stein ich zu diesem Zeitpunkt abgebaut habe. Und dieses kleine Gefiebe sind wirklich Schweine. Faszinierend. Ich glaube, wir sind unten. Sind wir unten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall darf ich diese ganzen Steindinge anscheinend nochmal bauen. Weil die nicht gespeichert wurden. Oder zumindest zum Teil nicht gespeichert wurden. Ah ja. Gibt Schlimmeres. So. Ja. Mir fällt es gerade schon auf. Also, ich tue mir jetzt schon schwer, dieses ganze Geschehen zu kommentieren. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, das Ganze in Echtzeit, also 24 Stunden lang zu kommentieren, das wäre, ja, sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr langweilig geworden. Aber mir fällt gerade etwas ein, worüber man reden kann. Denn es wird jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr kalt. Und sehr, sehr winterig. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin da kein großartiger Fan von. Mir ist es viel zu kalt. Vor allem der größte Albtraum ist, ich stehe in der Früh auf und es ist einfach dunkel. Das ist das schlimmste Gefühl ever. Es ist einfach unmöglich, da wirklich wach zu werden. Also für mich zumindest.
Ich tue mir da unglaublich schwer, wach zu werden, wenn es draußen dunkel ist. Und wenn es dann zusätzlich so, die letzte Woche war so ein richtig toller Horror, so 4 bis 7 Grad. Das war ein Albtraum. Also, ich meine, ich habe zum Glück eine dicke Winterjacke gehabt, aber ich weiß nicht, das war nicht auszuhalten hier. Für mich. Ich hatte echt massive Probleme mit Temperatur. Also, das war wirklich heftig. Und heute bin ich heimgefahren mit dem Zug und es hat einfach schon wieder Schnee in den Bergen. Das ist natürlich eigentlich ein recht schöner Anblick, denn die verschneiten Berge sind irgendwie mit das Beste, was man am Panorama so haben kann, finde ich. Weil so verschneite Felsgipfel einfach toll aussehen. Das hat mich dann schon gefreut, aber andererseits, es ist echt krass. Es ist gerade mal Oktober, es sind Temperaturen wie es letztes Jahr gefühlt den ganzen Winter nicht gab. Und ich kann kaum heizen. Also in München kann ich nicht wirklich heizen. Ich habe halt meinen kleinen Backofen. Aber sonst halt nicht wirklich Heizmöglichkeiten, sage ich mal. Und hier fange ich warum auch immer schon an, die Dirt-Ebenen zu ziehen, wo nachher die Felder drauf kommen. Oder bin ich gerade ohne Witz schon fertig mit der Grabarbeit? Das kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, aber anscheinend doch. Hey, wir haben anscheinend echt die Grabarbeit geschafft. Ja, wir haben die Grabarbeit fertig. Holy shit. Wusste ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sieht man hier schon, es geht schon, kann schon mal ein bisschen spoilern. Es geht ordentlich Erde drauf, um hier die ganze Erde hochzuziehen. Das war eine Kuh. Also das ist echt krass. Das war fast eine noch schlimmere Arbeit als das Graben. Weil, ja, du arbeitest mit Wasser. Und dann dieses drüberziehen und dann immer wieder Erde holen. Und irgendwie bleibe ich immer an dieser Stelle lang stehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich irgendwie nicht dazu in der Lage gefühlt, anscheinend mich zum AFK, Essen machen, sonstige Unterbrechungen, habe ich es nicht geschafft, mich umzudrehen. Damit man auch mal sieht, woran man arbeitet. Ich weiß nicht wieso. Kommt aber ziemlich doof rüber, ehrlich gesagt. Naja. So. Ich habe jetzt hier zwischendurch das Konzept gerne, wie man gerade sieht. Das heißt, erst diese ganzen Erdschichten vorbauen, dann alles mit Wasser fluten. Und dann irgendwie, wenn das fertig ist, die Erde drüber zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller war oder nicht schneller war. Ich befürchte fast, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Aber fühlt sich zumindest irgendwie praktischer an. Ziemlich hier auch, ohne Witz, ich bin echt immer noch leicht erstaunt, wie gut dieses Feld an dieser Stelle tatsächlich hingepasst hat. Ich weiß ja jetzt natürlich auch schon, wie es ein bisschen später schon aussieht. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist das wahrscheinlich genialste Terraform-Ergebnis, das ich überhaupt bisher erzielt habe. Vor allem mit Feldern und Ähnlichem. Weil die sehen im Normalfall immer doof aus. Und da, ich stehe erstaunlich oft AFK hier jetzt gerade. Da ging ja auch schon gegen Ende zu. Man sieht auch, dass jetzt, wo hier die ganze Erde reinkommt, saumäßig viele Tiere spawnen. Also überall sind Schafe und Schweine zu sehen. Und
überall wächst auch langsam das Gras. Und ich glaube, diese Stelle dürfte jetzt ein Telefonat gewesen sein. Ich weiß jedenfalls, dass in einer dieser Tage irgendwie 7-mal das Telefon geläutet hat. Innerhalb von 4 Stunden. Und ich das irgendwie beim Schleuding immer vergessen habe, rauszukatten, so wie das aussieht. Ich meine, das waren schon deutliche Pausen, wenn es jetzt hier schon so lang ist. Also eine Pause, die hier eine Minute dauert, hat im Original 25 Minuten gedauert. Würde jetzt zwar nicht vorkommen, weil, ja. Es einfach nicht vorkommt. Das ist eine blöde Begründung. Dann würde ja quasi mehrere Tag- und Nachtwechsel in einer Pause da sein. Aber es kam vor, also es hat unglaublich auf das Telefon geklingelt. Und ja, dieses Erdwurschteln war, ist schon echt eine blöde Arbeit gewesen. Vor allem, weil ich jetzt halt erst mal mit der großen Feldseite begonnen habe. Und man hier sieht, wie viel da noch kommt. Jetzt bin ich bei der ersten Ring schon wieder fertig. Man sieht jetzt wieder ungefähr, wie schnell das beschleunigt ist. Also normalerweise dauert ja so ein Tag-Nacht-Wechsel 9 Minuten. Und hier geht das einfach mal krass viel schneller. Echt faszinierend. Ich bin ein riesen Fan von so Zeitrafferaufnahmen. Allerdings primär nur zum Anschauen. Aufnehmen selber ist halt immer doof, weil du hast ja dann schon ungefähr die Idee, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Nur das Problem ist, beim Entwickeln selber ist das halt alles völlig anders. Weil du hast es ja dann doch die Echtzeit und ja. Ich finde das schon sehr doof, dass ich jetzt schon wieder hier in dieser Tonspürung wurschteln muss. Ja. Gut. Ich habe gerade total den Faden verloren. Ich glaube, ich war am Produzieren von Zeitraffer-Aufnahmen. Das ist echt ätzend. Wenn man so Ewigkeiten da sitzt und dasselbe macht. Und falls ihr schon genau weißt, wie es am Ende aussehen soll, aber halt nicht einfach vorspulen kann in der Zeit, um sich das schon anzuschauen, ob es wirklich gut wird. Das heißt, du arbeitest quasi auf etwas hin, wo du nicht weißt, ob das Ergebnis überhaupt das ist, was du haben willst. Und das ist echt nicht ganz einfach, das zu handeln. Weil man halt eigentlich wirklich immer ganz gerne auch das Feedback haben möchte. Ich finde, Feedback ist ein so schreckliches Wort. Ich hasse es, Feedback geben zu müssen. Weil ich halt einfach dann nie so weiß, was ich sagen soll, ne? Wenn das heißt, ja, sie haben jetzt eine Woche lang dies und das gemacht, geben sie uns Feedback. Ich so, ja, was wollt ihr jetzt, was soll ich jetzt sagen? War recht spaßig. Ich weiß nicht. Ich hasse das einfach. Deswegen, wenn halt bei so ja, Berufsinformationsveranstaltungen, das ist ja auch so ein riesen tolles Ding. Wenn man das schon hört, so, ja, und dann ist das bei uns hier am Arbeitsplatz immer so, es werden viele Präsentationen gehalten, ich kann das mal sagen, das war ja in der Bank, kann ich jetzt einfach mal ganz deutlich aussprechen, ja. Es werden Präsentationen gehalten, jeder präsentiert mal irgendwas und danach gibt's Feedback. Und als sie das gesagt haben, dachte ich mir, oh, zur Bank gehst du nicht. Weil, ich weiß nicht, ich kann nicht wirklich Feedback geben. Feedback selber zu bekommen ist natürlich immer eine ganz tolle Sache. Da weißt du, was du besser machen kannst. Aber jemandem anderen zu sagen, was er besser machen soll, das kann ich einfach nicht, weil, also für mich nicht, weil ich habe einen sehr, sehr eigenen Stil, sage ich mal. Und eine sehr, sehr eigenwillige Vorstellung von dem, was ich gut finde. Bei unter anderem Präsentieren und so. Und
wenn man halt sich zu sehr auf solche Feedback-Sachen verlässt, zumindest meiner Erfahrung, kommt dann immer irgendwie so eine Art, ja, nicht wirklich Variabilität raus. Weil dann macht jeder immer das, genau, dann ist alles immer gleich. Das kann es doch auch nicht sein, oder? Wenn das dann halt eine persönliche Note braucht man und wenn man sich zu sehr anpasst, verliert man das. Und das Problem ist, dass ich da, dadurch, dass ich da eben so eigen bin, auch was diese persönliche Note betrifft, habe ich ein mordsmäßiges Problem damit, hilfreiches Feedback zu geben. Also wenn ich irgendjemandem sagen soll, was er, sagen wir mal, er hat jetzt eine Rede gehalten, was er in Zukunft da besser machen kann, sagen, ja, mach alles einfach witziger, dass du halt mit viel Humor an so eine Sache rangehst und viele Scherze einbaust. Einfach weil ich das gut finde. Wenn durch Witze an passenden Stellen, und die Witze sollten natürlich auch angebracht sein, also in einer sachlichen Situation hat deine Mutterwitz absolut nichts verloren. Aber mit ein bisschen Selbstironie und sowas reingehen, das finde ich ganz toll, weil du halt dann damit zeigst, dass du halt auch nicht perfekt bist. Das ist meiner Meinung nach zumindest relativ wichtig. Aber mit diesem Stil kannst du auch richtig fest auf die Fresse fallen. Und das kann auch in einer sehr schnellen, einer sehr krassen Katastrophe enden. Also, das habe ich gemerkt bei der Präsentation meiner Seminararbeit. Ich habe da versucht, also mal davon abgesehen, dass das eigentlich eine wissenschaftliche Präsentation sein sollte, habe ich das quasi eher abgezogen wie ein niveauvolles Comedy-Programm. Das heißt, mit vielen kleinen Witzen, die man allerdings nur versteht, wenn man in dieser Materie wirklich drin ist. Was natürlich dazu geführt hat, dass alle Anwesenden, außer die Lehrerin, die das Ganze bewerten sollte, die Witze nicht wirklich verstanden hat. Außer halt bei Situationskomik, wie einfach lustige Zeichnungen zu verwenden. Das hat dann schon funktioniert. Aber die ganzen inhaltlichen Witze, die hat halt niemand verstanden. Ich fand's gut, die Präsentation. Ich fand, das war auch mit Abstand die lockerste und zum Zuhören am wenigsten anstrengende. Eben weil sie so locker war. Und das ist halt bei Reden und Präsentationen meiner Meinung nach wichtig, dass man halt gut zuhören kann und dass man nicht einschläft. Das war das Problem von vielen, dass sie halt wirklich versucht haben, wissenschaftlich das Ganze zu halten und dann das Einschläfern das gemacht haben. Das war, ja, eher so uncool, sag ich jetzt mal. Ich muss aber zum Ende kommen, weil ich nicht mehr lange Zeit einfach so zu labern. ja, blöd jetzt. Egal. Ist zum Glück gut gegangen, die ganze Sache. Eben, weil die Zielgruppe, die wichtig war, die bewertende Lehrkraft, die Witze ja verstanden hat und das Konzept auch unglaublich gefeiert hat, hatte ich sehr viel Glück. Ist nicht selbstverständlich. Aber ja, so kann es halt gehen. Also da muss man höllisch aufpassen. Deswegen kann ich denke zumindest, ich kann für normale Menschen hilfreiches Feedback geben. Das geht nicht. Was ich mir eher zutraue, ist Feedback für Humoristen zu geben. Also Leute, die Spaß zum Beruf machen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber sachliches Feedback für Unternehmen, ohne mich, das geht nicht. So, ist blöd, jetzt habe ich so ein Thema angerissen, das ich gar nicht wirklich zu Ende bringen kann. Weil, es ist jetzt zu Ende. Ja, das ist blöd. Na gut, das war das Wunder, das Special. Das Ende kam sehr abrupt. Wir sehen uns morgen wieder bei wieder normalen Folgen. Und ja,
bis dahin. Tschüss. Ach ja, und Grüße gehen nochmal raus an Jesus.